In Herkunft geht es um die autobiografische Geschichte des Autors Sascha Stanisic. Er erzählt davon seinen verschiedenen Stationen des Lebens, von der Flucht von Bosnien nach Deutschland, von seinem Aufwachsen dort bis zu seiner jetzigen Situation als Autor und Vater. Und währenddessen seine Oma in Bosnien ihre Erinnerungen verliert, versucht er seine zu sammeln und zu sortieren und daraus herauszufinden, wie seine Identität und dieser Begriff Herkunft für ihn konstruiert ist. Also wie ich den Roman das erste Mal gelesen habe, fand ich ihn großartig, aber habe mir gedacht, den kann ich nie am Theater machen, weil er von der erzählerischen Struktur viel zu komplex ist. Bin sehr froh, dass wir jetzt doch eine Möglichkeit gefunden haben, das auf die Bühne zu bringen, weil es so viele schöne poetische Situationen auch gibt und uns auf so vielen verschiedenen Ebenen herausfordert, der Text. Und gerade weil er uns zeigt, dass Herkunft auch aus verschiedenen Herkünften bestehen kann und glaube ich, ist es sehr wichtig, den Text zu machen und auch ein Grund, warum viele Bühnen den momentan spielen. Es war auf jeden Fall eine große Herausforderung, den auf eine Textfassung zu bringen. Wir sind so vorgegangen, dass wir 6 verschiedene Perspektiven in dem Roman gesucht haben. Also es gibt 6 Suchende auf der Bühne, die haben alle ihren eigenen Standpunkt und bringt sie auf ganz eigene Wege sozusagen durch diese Identität, durch diese Geschichte zu suchen. Und aus dem heraus haben wir versucht, die exemplarischen und wichtigsten Situationen und Szenen rauszupicken und auch im Gespräch mit Sascha Stanisic haben wir versucht, dass auch insgesamt vom Roman das Wichtigste drin ist. Dadurch, dass wir 6 verschiedene Perspektiven auf der Bühne haben, wollten wir auf jeden Fall auch schauen, dass es 6 ganz verschiedene und tolle SchauspielerInnen sind, die diese Suche von nicht nur der Perspektive des Autors zu was bringen, was sehr allgemeingültig ist und wo man sich vorstellen kann, dass das sehr viele Menschen in sehr vielen anderen Situationen auch durchgemacht haben. Und deswegen war es für uns auch wichtig, im Bühnenbild einen Modellcharakter herzustellen. Das heißt, wir versuchen eigentlich nie realistisch Situationen herzustellen, sondern eigentlich den Kern der Situation herauszubringen, sodass auch sehr viele Fragen und Gedanken im Publikumsraum entstehen können. Ich glaube, die ZuschauerInnen erwartet bei unserem Gastspiel ein Abend, der sehr choreografisch, musikalisch, poetisch ist, der sehr viele Fragen, die uns momentan beschäftigen, zusammenbringt und einen mit auf eine Reise nehmen kann. Und wo die hinführt, das wissen wir selber nicht genau, weil unser Stück hat ein offenes Ende in der Hinsicht, dass es 6 verschiedene Enden gibt. Bei jeder Vorstellung wird live mit einem Würfel entschieden, welche Schlussszene gespielt wird und deswegen kann ich das noch nicht versprechen. Und es könnte ja sogar sein, dass es eine Premiere in Gütersloh gibt, weil ein Ende davon, das Ende 5, haben wir tatsächlich noch nie gespielt.